Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wissensvideo im Kurs Gesunde Ernährung in Theorie und Praxis. Mein Name ist Anja Rathgeb, ich habe in Österreich Diätologie studiert und ich freue mich, dass ich auch heute wieder einige spannende Themen für euch vorbereiten durfte. Wir besprechen das Thema Heißhunger und ganz speziell, was für einen Einfluss das Frühstück auf den Heißhunger hat. Was ja ganz interessant ist, weil die meisten haben den Heißhunger ja eher am Nachmittag und nicht unbedingt zum Frühstück. Seid gespannt. Außerdem besprechen wir das Thema gesunde und coole Jause, was man da so machen kann. Wir schauen uns nochmal den Flüssigkeitsbedarf des Menschen an und auch einmal, wie man herausfinden kann, ob man gut oder schlechtes Leitungswasser bei sich zu Hause hat. Außerdem ist es mir ganz, ganz wichtig, euch noch einmal zu zeigen, wie man zu fachlich fundierten, evidenzbasierten Informationen im Bereich der Ernährungswissenschaft kommt. Und wie immer gibt es einen Diätcheck und diesmal schauen wir uns die Paleo-Ernährung an. Gut, wenn ich dieses schöne Bild sehe, obwohl es jetzt schon fast Abend ist, bekomme ich ja gleich wieder Lust aufs Frühstück. Also das Frühstück kann ja eine ganz tolle Mahlzeit sein für all jene, die nicht Intervallfasten. Oder die das Abendessen beim Intervallfasten weglassen. Aber das Frühstück hat auch wahnsinnig viel Einfluss auf den restlichen Tag. Ein Forscher von der University of Missouri hat nämlich herausgefunden, dass ein gesundes Frühstück, insbesondere eben eines mit einem hohen Eiweißgehalt, also mit einem hohen Proteingehalt, das Sättigungsgefühl erhöht. Das ist ja auch ganz normal, weil Eiweiß hat einfach, führt einfach zu einem höheren Sättigungsgehalt. So, Entschuldigung, meine Präsentation hat sich gerade selbstständig gemacht. Aber es reduziert eben auch den Hunger im Laufe des Tages, nicht nur direkt danach. Das außerdem fand er heraus, dass dieses eiweißreiche, also dieses proteinreiche Frühstück die Gehirnsignale reduziert, die eben zu Heißhunger im Laufe des Tages führen, also die unsere Essmotivation steigern. Proteinreich bedeutet in dem Fall 15 bis 20 Gramm pro Portion. Und das würde zum Beispiel bedeuten, statt Brot mit Marmelade lieber eine Chia-Marmelade nehmen, wo noch mal ein bisschen Eiweiß über die Chiasamen enthalten ist. Ihr müsst mich wirklich entschuldigen, meine Präsentation macht sich selbstständig. So. Und dann würde ich noch einen Joghurt dazu essen. Außerdem statt einem Porridge, das nur mit Wasser angemacht wird, wurde ein Porridge mit Milch, Joghurt oder Nussmus, also bevorzugt pflanzlicher Milch. Statt einem Toast mit Avocado, und das machen ganz, ganz viele, und die Avocado hat wirklich ganz wenig Eiweiß, lieber einen Toast mit Hummus oder Tofu-Scramble. Und statt einem Smoothie, den man eben mit Wasser oder mit Kokoswasser mischt, lieber auch hier wieder einen Smoothie mit pflanzlicher Milch, pflanzlichem Joghurt oder Nussmus. Sind wir mal gespannt, ob das weiter so weitergeht, dass meine Präsentation von selber arbeitet, obwohl ich das gar nicht eingestellt habe. Aber egal, wir bleiben positiv und schauen uns jetzt eine gesunde und coole Jause an. Also eine gesunde und coole Jause sollte alle Komponenten des gesunden Tellers inkludieren. Das bedeutet vollwertige Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett und auch im Idealfall Obst und Gemüse. Einige gute Beispiele wären ein Wrap mit Gemüse und Hummus, sage ich recht cool. Brot mit Aufstrich und Gemüsesticks, also eher etwas Klassisches. Aber auch so etwas wie Gemüsespießchen mit Dip und auf diese Gemüsespießchen könnte man jetzt eben zum Beispiel auch noch Tofu dazwischen klemmern. Auch so etwas wie selbstgemachte Vollkorn-Pancakes mit eben wieder meiner beliebten Chia-Marmelade, also wo man einfach nur Obst püriert und mit Chiasamen vermischt und wenn man möchte noch mit Datteln süßt. Und da aber dann auch noch ein Mandelmus, zum Beispiel als Fettquelle hinzufügt. Dann jegliche Formen von Energiebällchen, aber auch selbstgemachte Müsliriegel. Und wie kann so ein selbstgemachter Müsliriegel aussehen? Hier ist es immer wichtig, dass die Grundzutat Getreide ist. Und da kann man sich total austoben und sowohl glutenhaltige als auch glutenfreie Varianten wählen. Also Hafer, Dinkel, Roggen, Weizen, Hirse, eben diese gesamten Pseudogetreide oder auch Buchweizen oder Reis. Man muss halt nur schauen, sind die zum Beispiel gekeimt, gesprost, kann man die roh essen, muss man die zum Beispiel kochen wie Buchweizen oder Reis. Und dann braucht man etwas Klebriges, also ein Bindemittel. Und das kann natürlich auch wirklich etwas Banales sein, wie Trockenfrüchte, Ahornsirup, also
Trockenfrüchte nicht als Ganze, sondern als Paste. Also ich mache immer aus Datteln mit ein bisschen Wasser eine Dattelpaste. Aber es kann auch so etwas wie ein Apfelmus oder eine zerdrückte Banane sein. Wenn der Müsliriegel so richtig schön crunchy, also knusprig sein sollte, dann ist Fett unerlässlich. Sonst kann man natürlich so einen Riegel auch so wie so eine Art Energiebällchen nur als Riegel machen, dann braucht man kein Fett. Beziehungsweise könnte man auch mit Nüssen arbeiten. Aber wenn man so einen Crunch möchte, dann sollte man zumindest Nussbutter verwenden oder eben Pflanzenöle. Hier ist das Kokosöl immer ganz beliebt und in kleinen Mengen, obwohl es ein gesättigtes Fett ist, auch wunderbar einsetzbar. Dann bei der Süße kann man selber ein bisschen entscheiden, wie intensiv die sein soll. Also am leichtesten und auch am vollwertigsten sind getrocknete Früchte, weil frisches Obst, das muss eben wirklich vorher püriert werden oder zerkleinert werden, wie man es eben hier schon bei diesen Bindemitteln verwendet. Sonst wird das meistens sehr matschig und das getrocknete Obst bleibt von der Konsistenz her gleich und verleiht hier wirklich eine schöne Süße. Wer einem nicht so einen süßen Geschmack möchte, kann den Müsliriegel zum Beispiel auch mit geriebenen Karotten strecken und zum Beispiel da ein paar Rosinen oder Datteln hinzufügen. Schmeckt fast schon wie Karottenkuchen. Und dann kann man kreativ werden. Also da kann man Zitronensaft, Kokosraspeln, Leinsamen, Chiasamen, Sesam, Ingwer, Zimt, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, was auch immer man möchte, noch hinzufügen. Also das ist wirklich mal mein Tipp für eine gesunde und coole Jause. Nun sehen wir uns den Flüssigkeitsbedarf nochmal an. Also unser Körper besteht ja zu einem ganz großen Teil, also zu 60-70% aus Wasser. Und das Wasser hat verschiedene Funktionen und ist beispielsweise Lösungsmittel, Transportmittel, aber auch ein Kühlsystem. Also gerade jetzt im Sommer, wenn die Temperaturen heißer werden, ist das ganz, ganz wichtig. Und Erwachsene, und da spricht man von Personen im Alter von 19 bis 51 Jahren, benötigen 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und ab einem Alter von 52 Jahren dann nur mehr 30 Milliliter. Und jetzt werden wahrscheinlich viele beginnen zu rechnen und sagen, puh, das ist aber ganz schön viel. Also das decke ich jetzt nicht mit diesen typischen 1,5 bis 2 Liter am Tag ab. Und da ist eben entscheidend, dass dieser Flüssigkeitsbedarf, und die Empfehlung kommt ja von den deutschsprachigen Fachgesellschaften, inkludiert sowohl das Trinken als auch das Essen. Also das ist mal ganz offensichtlich natürlich, wenn man beispielsweise einen Kompott isst und den Kompottsaft dazu löffelt. Oder natürlich bei einer Suppe oder bei einem Smoothie wird einem das ganz offensichtlich bewusst. Aber auch sonst sagt man, dass man die Gesamtkalorienzufuhr eines Tages mal 0,33 multipliziert und dann bekommt man auch die Milliliter, die man circa über die Flüssigkeit hinzufügt. Und ich habe hier jetzt mein Handy vor mir und kann das zum Beispiel jetzt einmal ganz schnell rechnen. Wenn man jetzt sagt, eine durchschnittliche Person hat 2000 Kalorien pro Tag, dann sind das, wenn man diese 2000 mal 0,33 nimmt, schon mal über ein halber Liter, nämlich 660 Milliliter, die durchschnittlich aus der Ernährung kommen, die man dann natürlich abziehen kann von dieser Flüssigkeitsempfehlung. Das bedeutet natürlich noch im weiteren Sinne, wenn man eine Ernährung hat, die einen hohen Wassergehalt hat, also viel Obst und Gemüse, dann wird wahrscheinlich noch mehr Flüssigkeit sogar über die Ernährung zugeführt. Außerdem, wenn unsere Makronährstoffe verbrannt werden, entsteht auch Wasser im Körper, aber unterschiedlich viel. Ich muss aber dazu sagen, man berechnet das ganz, ganz selten so genau. Das ist jetzt eine Berechnung, die ich euch sage, die man jetzt wirklich im Krankenhaus verwendet, wenn ein Patient schon so wenig trinkt und man will vielleicht noch ein bisschen Flüssigkeit irgendwie rausholen, um zu argumentieren, dass das so passt. Aber es ist trotzdem für euch ganz interessant, einmal zu wissen, dass diese Flüssigkeitsempfehlung eben nicht getrunken werden muss. Und eben dieses Oxidationswasser, da kommen bei 100 Gramm Eiweiß, das ist nicht sehr viel, 41 Milliliter Oxidationswasser dazu, bei 100 Gramm Fett 107 und bei 100 Gramm Kohlenhydraten, die man pro Tag isst, 55 Milliliter. Also das ist wirklich ein verschwindend kleiner Betrag. Da könnte man sagen, ja, vielleicht kommen noch 100 bis 200 Milliliter pro Tag noch dazu, zusätzlich zu dem, was man mit diesen
660 Milliliter schon bei den 2000 Kalorien berechnet hat. Aber man kann dann im Endeffekt sagen, macht das dann in Summe doch immer fast einen Liter aus. Man muss aber auch auf der anderen Seite wieder bedenken, wenn man besonders viel Sport macht, wenn man in einem besonders heißen Klima sich aufhält oder beispielsweise Durchfallerkrankungen hat, dann ist der Flüssigkeitsbedarf deutlich erhöht. Also das nur mal, um zu zeigen, wie komplex das Thema Flüssigkeitsbedarf eigentlich ist. So kompliziert sollt ihr es euch im Alltag nicht machen. Aber gerne einmal ausrechnen, eben wie viel Milliliter pro Tag ihr trinken solltet und zumindest mal diese Rechnung, diese Gesamtkalorienzufuhr mal 0,33, um zu sehen, wie viel Wasser ihr durchschnittlich übers Essen zuführt. Für all jene, die sich Gedanken über die Qualität des Wassers machen, da kam im Forum der ganz tolle Tipp, man kann das Leitungswasser einfach mal in ein Labor bringen und untersuchen lassen. Wer das nicht tun möchte, kann auch auf trinkwasserinfo.at seine Postleitzahl eingeben und dann auch sehen, wie denn so die Wasserqualität, also das Leitungswasser bei einem zu Hause ist. Ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, ist die evidenzbasierte Forschung, also dass man nicht Ernährungsempfehlungen gibt auf Basis der eigenen Erfahrungen, also dass man nicht sagt, mir hat es gut getan, XY zu tun, deswegen empfehle ich es dir auch. Kann man, so muss man jetzt nicht verheimlichen, um das geht es nicht, aber dass man zuerst einmal sagt, okay, mir hat es gut getan, ich schaue jetzt einmal nach, was die Wissenschaft dazu sagt. Und vielleicht gibt es ja sogar Studien, die das dann bestätigen und dass man dann eher mit diesen Studien argumentiert, als mit dieser einen individuellen Erfahrung. Das ist meistens in der Wissenschaft, reicht die Erfahrung von einer Person nicht. Und da ist eine Quelle, die ich sehr empfehlen würde, ist immer die Ernährungsumschau. Da gibt es ganz viele Hefte. Also das ist halt eine Spezialausgabe, wo ich hier dieses Foto habe, aber da gibt es regelmäßig Hefte, die heraus, also es ist ein Magazin, das regelmäßig publiziert wird, wo es immer ganz viele spannende Studien gibt. Das ist auch deutschsprachig, das kann man abonnieren, das finde ich ganz, ganz toll. Man kann aber eben auch so Spezialhefte bestellen, wenn die eine bestimmte Ernährungsform oder ein bestimmtes Thema behandeln, was einen besonders interessiert. Genauso gibt es das JEM, Journal für Ernährungsmedizin. Das ist jetzt wirklich, wenn man sich persönlich, also privat, für den Bereich Ernährungsmedizin interessiert, ist das sehr, sehr spannend. Aber sonst die ernährungsmedizinische Beratung bitte Diätologinnen und Ärzten überlassen. Ganz, ganz nett finde ich auch Forum Ernährung heute. Das ist auch eine deutschsprachige Quelle, wo man ganz, ganz spannende Informationen zu ganz vielen Themen rund um das Thema Essen, Trinken, aber auch ein bisschen Bewegung findet. Und wer es wirklich wissenschaftlich und streng möchte, ist sozusagen Cochrane Österreich, ist hier, hat hier ein ganz ein hohes Ansehen und da gibt es auch die Seite medizin-transparent.at, wo man ganz, ganz viele Themen eingeben kann und in den meisten Fällen steht dann schon dabei, ob das jetzt evidenzbasiert ist, ob das nicht evidenzbasiert ist und dann aber auch eine Argumentation. Also es steht dann auch, warum man das noch nicht, also warum die Studien, die es gibt, vielleicht noch nicht ausreichen, wo die Mankos bei den Studien liegen, die es bereits gibt und so weiter und so fort. Dann kommen wir noch abschließend zum Diätcheck Paleo. Also die Paleo-Ernährung nimmt sich ein Beispiel an den Steinzeitmenschen. Also da ist das Prinzip dahinter, dass wir ernähren uns jetzt so, wie sich unsere Vorfahren ernährt haben, mit dem Argument, dass dafür ist der Mensch ja auch gemacht. Es werden ausschließlich unverarbeitete Lebensmittel empfohlen, insbesondere Gemüse, Kräuter, aber auch tierische Produkte wie Fisch, Meeresfrüchte, Ei, dann aber wieder Obst, Pilze, Nüsse, auch Honig. Aber gleichzeitig werden bestimmte Lebensmittel, die eigentlich auch vollwertig und gesund sind, nicht gegessen, wie Getreideprodukte und Hülsenfrüchte. Aber auch immerhin auf Zucker wird auch verzichtet. Also demnach sage ich auch, der Vorteil an einer Paleo-Ernährung ist diese sehr natürliche Ernährung. Es gibt auch immer wieder Studien, die interessanterweise belegen, gerade wenn es um das Thema Gewichtsreduktion geht, dass wenn zwei Gruppen an Personen die gleiche Anzahl an Kalorien täglich zuführen, nehmen die mit frischen Zutaten arbeiten, mehr ab als jene, die Fertigprodukte konsumieren. Also man kann schon mal sagen, das ist ein Vorteil der Paleo-Ernährung. Aber es gibt auch reichlich Kritik.
Die eine Kritik, die geht jetzt eher aus diesem, hat jetzt weniger mit der Ernährung selber zu tun, sondern hat vielleicht eher, geht eher in Geschichte, Geografiebereich, sage ich einmal, wo man sozusagen sagt, dass in der Steinzeit die Menschen erstens halt häufig auch herumgewandert sind und egal wo sie halt auf der Welt auch angesiedelt waren, unterschiedlich gegessen haben. Also dass sie sozusagen immer das gegessen haben, was es halt im Umfeld gab. Und da gab es ja nicht immer dasselbe. Also gibt es da sowohl regionale als auch saisonale Unterschiede. Die zweite Kritik ist, dass in der Paleoernährung beispielsweise Avocados, Wassermelonen und andere exotische Früchte und Nüsse etc. erlaubt sind oder genau sagen wir erlaubt sind oder empfohlen werden, die es in der Steinzeit noch gar nicht gab. Und ein dritter wichtiger Kritikpunkt ist, und das ist für mich eigentlich der wichtigste, bei den anderen, also Avocados, ja, das ergibt Sinn, zu Kritikpunkt Nummer 1, da bin ich nicht Expertin genug, aber zum Kritikpunkt Nummer 3 kann ich auch Stellung nehmen und das finde ich einfach, finde ich, dass Hülsenfrüchte gehören mitunter zu den gesündesten Lebensmitteln. Und wenn man diese streicht, dann fehlen schon wichtige Nährstoffe, beziehungsweise nicht einmal diese offensichtlichen Nährstoffe, wo man jetzt sagt, ja, Eiweiß oder Kohlenhydrate, die holt man vielleicht auch woanders, aber einfach auch die Ballaststoffe, das Gesamtpaket einfach, das Hülsenfrüchte liefern, genauso wie natürlich Vollkorngetreide. Darüber lässt sich aber wieder streiten, weil wieder es wieder Vertreter gibt, die sagen, eine glutenfreie Ernährung ist besser. Gut, aber dann fehlen, aber dann gibt es ja Pseudogetreide etc. auch. Also meiner Meinung nach ist das ganz entscheidend, dass Lebensmittelgruppen ausgeschlossen werden, die nachweislich zu den gesündesten überhaupt gehören. Und gleichzeitig essen sehr, sehr viele zu viele tierische Produkte. Es gibt zwar auch Pegan, das ist ganz interessant, das ist Paleo und Vegan kombiniert. Da wird dann oft Fisch gegessen, was irgendwie ganz paradox ist, weil dann ist ja ganz, ist man ganz weit weg von vegan. Und es gibt natürlich auch Paleo vegetarisch. Aber dann ist die Lebensmittelauswahl schon extrem eingeschränkt. Also meine Empfehlung wäre die Paleoernährung nicht. Ich plädiere wie immer für eine vollwertige pflanzliche Kost. Und somit haben wir auch diesen Diätcheck erledigt. Und das Video kommt somit auch schon zu einem Ende. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und bedanke mich, dass ihr wieder reingeschalten habt, dass ihr mir wieder zugehört habt und ich freue mich auf eure nächsten Fragen. Tschüss!